Moin Freunde, Shane Tays GTV am Start und heute gibt's das Kinderjoy. Ich hab's ewig nicht mehr gehabt, auch mega selten immer mal so getestet, aber es geht wieder los, Februar 2019. Ich weiß nicht, ist das nicht eigentlich ein Sommerei? Keine Ahnung, auf jeden Fall gab's das hier. Verfällt am 29.05. Ich glaube, es ist eigentlich mehr ein Sommerei, oder? Oder hat man das jetzt so revolutioniert? Man weiß es nicht. Kinderjoy, wer kennt's nicht? Mega nice. Zwei Hälften. Wir machen es auf. Zusammen natürlich. Und eine Hälfte zum Essen und eine Hälfte mit Spiel. Ich glaube, es ist umgekehrt. Ja, lol. Der Löffel hängt an der Seite, wo man spielen kann. Da müsste flexibel sein, denkt sich der Kinder. Ja, wir gucken direkt mal rein. Erste Hälfte mit Spielzeug. Ist eigentlich eine coole Aktion so, ja. Das ist ganz nice gemacht. Auf was die alles so kommen. Wir haben, was ist das, ein Fuchs? Eine Katze? Sieht aus wie Star Fox von damals. Das soll Turtle... Ach, das soll Dings sein! Das ist hier Shredder, richtig? Lull. Nee, nicht Shredder. Mensch, hier, weißt du? Okay, man kann jetzt hier den Körper ersetzen. Also wir haben jetzt hier die Beine und können jetzt hier den Körper ersetzen, lull. Also wir können jetzt auch andere Köpfe drauf machen oder so, wenn wir mehreres haben. Hier, Mr. Miyagi, oder wie heißt er? Ich weiß es nicht, ich habe den Namen vergessen. Und hier ist auch so eine, hier sind überall so eine kleinen Kugeln dran. Und die funktionieren dann wie so Gelenke. Und dann passt das. Das ist zu uneben hier auf meiner Hand, wa? Nun steht das Ganze. Das ist schon, ja. Freunde. Turtles. Ja, scheint denn so als Aktion zu sein. Gut, alles klar. Kommt ja an den PC ran. Hep. Mal gucken, wie lange das da steht. So, dann haben wir das Essen. Also die Süßigkeit, die da drin ist. Die ist einfach mega nice. Also die Kugeln auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten kennen eigentlich Kinderjoy, oder? Ist mir eigentlich ein Rätsel. Oder wäre mir eigentlich ein Rätsel, wer das nicht kennt. So, und zwar haben wir hier diese Schokocreme. Das ist übrigens unser Löffel dazu. Das ist diese Schokocreme mit diesen Knusperkugeln. Wie beim Giotto. Das ist übelst Hammer. Das ist wie geschmolzenes Überraschungsei. Übelst geil. Ohne Witz. Da könnte man eigentlich mal was draus machen. So Kuchen oder sowas. Also die weiße Schokolade ist übelst Hammer. Und dann die weiße Schokolade mit der braunen Schokolade. Beste Mischung. Könnte man mal als Brotaufstrich machen oder so. Wäre bestimmt übelst Hammer. Also ich glaube nicht, dass es das schon gibt. So, wir gönnen uns eine Kugel. Ist immer ganz gut, ja. Durch die Schokolade klebt das hier ganz gut. Und fällt nicht direkt runter. Ist im Prinzip wie Giotto. Aber mit dieser Schokolade und das allen drum und dran. Ist es einfach nochmal anders. Geil. Kostenpunkt, Freunde, 99 Cent. Und man bezahlt eben doch den Löffel, die Verpackung. Will nicht wissen, was das kostet. Sonst wäre es bestimmt ein bisschen billiger. Wir versuchen mal die Kugel zu zerbrechen, um mal reinzugucken, wie das aussieht. Ja. Hier sehen wir die Kugel. Moment. Hier sehen wir die Kugel. Und zwar ist da so Schokocreme drin. Das sieht jetzt mega komisch aus, ja, und mega ekelhaft. Aber das ist die Kugel. In Kombination mit dieser Schokolade, boah, es wird auf Dauer wird's zu süß, aber, Alter. Boah, die Jungen, die fressen auch alles, ey.
Auf Dauer wird es echt zu süß. Deswegen gönne ich mir auch jetzt diesen letzten Löffel hier. Und den Rest lasse ich jetzt einfach drin. Für den Test, Jungs. Mal zwischendurch eine gute Überraschung. Mal ein bisschen wieder Kind sein. Kann man sich gut geben, aber auf Dauer wird es einfach viel zu süß. Oh, ich muss hier mal einen Schluck Kamille-Zitronentee trinken. Wenn ich überlege, dass ich früher so viel Süßes gegessen habe. Ich meine, ich esse jetzt im Moment auch wieder gerne Süßes, aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo du dir denkst, boah, jetzt wird es aber zu süß, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, dass man, wenn man älter wird, dass man dann nicht mehr so viel Süßes mag. Ich habe keine Ahnung. Gut, lecker ist es trotzdem, aber auf Dauer auf jeden Fall nichts für mich. Zwischendurch kann man es mal gut geben. Wie gesagt, das ist ein Review und ich wollte euch ja auch mal zeigen, was drin sein kann und wie die Süßigkeit aussieht. Und ja, das ist Kinderjoy. Geht klar für die Kurzen unter uns, für die Kleineren, für die Jüngeren oder einfach auch mal so just for fun kann man sich das mal reinschmeißen. Enthält Spielzeug, Kleinteile, ach so und so weiter, ja. Für Kinder zwischen 0 und 3 nicht zugänglich. Und das war's. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Das war Kinder Joy bei Shane Tales GT4 Reviews. Macht's gut. Danke Shane fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Abo nicht vergessen, Freunde. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao.